Lopetegui, der Nachfolger von Zinedine Zidane. Mit ihm beginnt eine neue Ära bei Real Madrid, für das europäische Supercup-Finale gegen Atletico Madrid auch Pflichtspiel Nummer 1 nach Cristiano Ronaldo war. Der Europa-League-Sieger in Rot-Weiß von links nach rechts. Erste Minute, Diego Costa. 50 Sekunden dauert es, bis die Colchoneros mit 1:0 in Führung gehen. Wer dachte, das gibt hier eine Light-Version des Stadtderbys, der sah sich von Anfang an getäuscht. Ramos verliert das Kopfballduell. Der Innenverteidiger-Kollege Varane, erst ein paar Tage im Training bei Real, der Weltmeister. Und Keylor Navas sieht da auch nicht so wahnsinnig gut aus, wird im Torwart-Eck erwischt. Perfekter Start für Atletico Madrid, das mit zwei Neuzugängen auflief. Bei Real dagegen alles beim Alten, nur bekannte Gesichter. Und die Frage, wer ersetzt denn jetzt den Fixpunkt vorne? Cristiano Ronaldo ein Stück weit beantwortet nach 27 Minuten. Gareth Bale, eine Traumflanke mit rechts aus dem Lauf. Und Karim Benzema entdeckt sein Knipsergehen wieder. Gerade mal 12 Tore in der letzten Saison. Jetzt sorgt er für den Ausgleich und dafür, dass German Burgos sich ein frisches Kaugummi in den Mund steckt. Diego Simeone, der Chefcoach, noch gesperrt auf der Tribüne. Der Assistent saß unten und sah in Minute 62, wie sein Rechtsverteidiger Juan Fran da die Hand zur Hilfe nahm. Und das auch noch im eigenen 16er. Der polnische Unparteiische hat freien Blick aufs Geschehen. Benzema protestiert zu Recht. Es gibt den Elfmeter für Real Madrid. Cristiano Ronaldo ist nicht mehr da. Es muss ein anderer machen. Und das macht der Kapitän. Julen Lopetegui freut sich, dass seine Mannschaft aus dem frühen 0:1 ein 2:1 macht. Sergio Ramos, die Königlichen auf Titelkurs. Und was kommt von Atletico? Gar nicht so viel. Dann Minute 79. Marcelo hält den Ball im Spiel. Juan Fran, Correa und wieder Diego Costa. Mittlerweile vorne so ein bisschen der Alleinunterhalter, weil der erschöpfte Griezmann schon ausgewechselt war. Aber auf diesen Diego Costa ist einfach immer Verlass. Der Fehler von Marcelo, der eingewechselte Correa mit einem herausragenden Lieferservice. Navas fliegt an der Kugel vorbei und Costa macht sie rein. 2:2, das hieß in Estlands Hauptstadt Tallinn, es geht in die Verlängerung. Ja, diese Endspiele zwischen diesen beiden Mannschaften haben es einfach immer in sich. 98. Minute, Real mit Varane, Thomas Partey holt sich die Kugel. Diego Costa, nochmal Partey und jetzt Saúl Ñíguez. Diego Simeone, ganz ruhig oben auf der Tribüne. Dabei gibt es was zu feiern. Atletico wieder vorne, weil Varane, der etwas müde wurde, sich die Kugel klauen lässt. Und weil Saúl Ñíguez die Qualität seines linken Fußes eindrucksvoll unter Beweis stellt. Immer noch erste Hälfte der Verlängerung. Diego Costa schüttelt den lästigen Carvajal ab. Varane geht nicht richtig ran. Der eingewechselte Vitolo auf Koke. Und der nächste zentrale Mittelfeldspieler, der trifft. Wie toll spielen sie das hier zu Ende. Der Büffel, das Tier, Diego Costa bereitet vor. Und dann ist das mit viel Raffinesse zu Ende gespielt. Großartig das Tor von Koke. Und am Ende also ein 4:2 Erfolg nach Verlängerung für Atletico Madrid. Zum ersten Mal schlagen sie den großen Stadtrivalen in einem Endspiel. Sie krönen sich zu Europas Supercup-Sieger 2018.